Herzlich willkommen beim Senkrechtstarter Podcast. In diesem Podcast spreche ich mit erfolgreichen Menschen aus den verschiedensten Bereichen. Mein Ziel dabei: Tipps, Tricks, Inspiration, Anregungen für Sie. Und nun zu unserem heutigen Gespräch. Ja, auch in meinem heutigen Podcast möchte ich, wie schon im letzten Podcast, mal wieder Ihnen eine Methode erklären, mit deren Hilfe Sie mit kleinem Geld tolle Ergebnisse erzielen. Auch hierzu gibt es auf meinem Blog unter heikehäusler.com eine Videoserie, in dem Fall mit 7 Videos. Und ich möchte Ihnen in diesem Podcast einfach mal so ein bisschen Überblick geben über diese Methode. Und wenn Sie dann mehr wissen wollen, dann können Sie ja in meinem Blog reinschauen. Diesen Inhalt finden Sie unter heikehäusler.com. Dann unter Inhalte und dann unter effizienter Arbeiten. Und der Artikel heißt: Mit kleinem Aufwand hochwertige Videos erstellen. Das Ganze teilt sich in entweder 4 oder 7 Schritte. 4 Schritte genügen, um ein grafisches Video zu erstellen, also die Optik und auch Musik. Die Schritte 5, 6 und 7 sind dann dazu da, wenn Sie zusätzlich auch noch einen Profisprecher gewinnen wollen, damit der Ihnen dort den Text spricht. Das Ganze funktioniert so. Im ersten Video, wir gehen zur Webseite videohive.net. Dort finden Sie für die verschiedensten Zwecke sogenannte Video-Templates. Das sind Vorlagen, wo schon Grafiken drin sind, Animationen und vieles mehr für viele, viele Themen. Das heißt, dort finden Sie ja Zehntausende oder zumindest Tausende Videovorlagen für die allermöglichsten Zwecke. Wenn Sie Glück haben, können Sie für Ihr Thema direkt ein fertiges Video dort nehmen. Wenn Sie weniger Glück haben, müssen Sie ein Video dort ein bisschen anpassen, auch vom Aufbau her, auch von mir aus vom Schnitt. Aber die einfache Version ist, Sie finden etwas, wo Sie sagen, das sagt genau das aus, was ich aussagen möchte. Und so eine Videovorlage kriegen Sie dort für 20 bis 50 US-Dollar. Also Schritt 1 bei videohive.net: schauen, ob es für das Video, was Sie erstellen wollen, von mir als ein Image-Video zu Ihrer Firma, dort eine Vorlage gibt, die Ihnen gefällt. Da kann man durchaus dann auch mal 2, 3, 4, 5 Stunden recherchieren, um dort was Schönes entsprechend zu finden. Wenn Sie das gefunden haben, dann gehen Sie wiederum, oder dann ist der zweite Schritt, besteht dann darin, ein Skript für dieses Video zu machen. Die meisten Videos dort sind englischsprachig. Wenn Sie das Glück haben und für Ihr Thema wirklich was zu finden, was passt, dann müssen Sie eigentlich nur übersetzen. Das heißt, Sie gucken, was steht dort in diesem Video auf Englisch, und übersetzen das eben ins Deutsche. Ich mache dort normalerweise immer ein sehr detailliertes Skript. Das heißt, da steht dann wirklich Sekunde 1 bis 3, also 00 Doppelpunkt 01 bis 00 Doppelpunkt 03. Und dann der deutsche Text statt dem englischen, der dort steht. Also wirklich, das macht man ein bisschen detailliert. Die Videos dauern in der Regel 2, 3, 4 Minuten. Also das ist jetzt keine Riesenarbeit. Muss halt einmal gemacht werden. Muss ich halt mal eine halbe, dreiviertel Stunde hinsetzen und das einmal durchziehen. Also das ist quasi ihr schöpferischer Teil dann, dass Sie sagen, okay, ich mache hier einen Text. Entweder Sie haben dort einen Text, den Sie nur übersetzen müssen im Prinzip, von mir ist noch Ihr Firmennamen rein und Ähnliches, oder Sie haben vielleicht auch dort eine Vorlage, die etwas allgemeiner gehalten ist, dann können Sie den Text natürlich auch selbst frei definieren und sollten nur darauf achten, dass es von der Länge her passt, weil die deutsche Sprache ja teilweise, sagen wir mal, etwas komplizierter sich ausdrückt als die englische. Da muss man dann teilweise auch mal ein bisschen kürzer die Sachen fassen, als man es vielleicht sonst machen würde. Also Schritt 2 erklärt in Video 2, machen Sie entsprechend ein Skript. Das kann man als reine Textdatei machen und es kriegt dann später die Person, die das entwickelt. Und damit sind wir dann auch bereits wieder im dritten Schritt.
Wir nutzen wiederum die Plattform Fiverr, wie auch in dem Video oder in meinem letzten Podcast wie erklärt. Bei Fiverr kriegen Sie einfach für sehr, sehr kleines Geld Spezialisten in verschiedensten Bereichen. Natürlich auch Leute, die Videos erstellen. Dort sucht man nach zum Beispiel Adobe After Effects oder nach Video oder nach Intro oder ähnlichem, findet dort Personen, die genau das machen, nämlich so eine Vorlage nehmen und die entsprechend umbauen. Und dann schicken sie dem Kollegen im Prinzip zum einen die Vorlage, die sie gekauft haben, für kleines Geld, plus ihr Skript und sagen mehr oder weniger, bitte pau diesen Text in dieses Video rein. Auch das erkläre ich Ihnen natürlich genauer in dem Fall im dritten Video dieser Videoserie. Je genauer Sie dem Kollegen das Ganze erklären, desto besser am Ende wahrscheinlich auch Ihre Ergebnisse. Also da sollte man sich dann schon auch ein bisschen Zeit nehmen, gerade das Skripten. Ja, wenn Sie dort Fehler machen, dann sehen Sie natürlich auch, übernimmt der Kollege die, der macht dort Copy and Paste, der wird nicht gucken, ob Sie gutes Deutsch schreiben, das ist dem egal. Also da muss man sich dann ein bisschen Arbeit machen. Aber im dritten Schritt, wie gesagt, beauftragt man das Ganze wiederum. Das kriegen Sie auch wiederum ab $5. Teilweise, wenn Sie es eilig haben, legen Sie nochmal einen Fünfer drauf. Oder es gibt teilweise Sonderoptionen, die die Kollegen anbieten. Aber im Normalfall 5 bis $10 haben Sie das Ding im Prinzip fertig. Und ja, dann erteilen Sie den Auftrag und dann kommen wir auch schon zu Schritt 4. Schritt 4 ist dann quasi die Abnahme. Bei Fiverr gibt es dort einen ganz klaren Prozess. Der Kollege liefert Ihnen die fertige Version von dem Video. Dann haben Sie einmal die Chance und die Gelegenheit, dort Feedback zu geben. Das heißt, dieses Feedback, was Sie jetzt geben, sollte dann auch wirklich sauber sein. Also dann wirklich nochmal in Ruhe alles angucken. Ist da ein Tippfehler drin? Ist vielleicht der Text zu lang im Vergleich zu der englischen Version oder ähnliches? Die Korrekturen dann sehr detailliert beschreiben, los zurückschicken und dann kriegen Sie normalerweise 1-2 Tage später die fertige Version. Und schon haben Sie mit einem Budget im Bereich von 20, 30, höchstens vielleicht 40 US-Dollar ein Video, was für den, sagen wir mal, ungeübten oder uninformierten Besucher aussieht wie eine super hochwertige Animation, die sie selber haben erstellen lassen für sehr, sehr großes Geld. Also, das ist die Methode, die Schritte 1 bis 4. Was sie dann haben, ist ein Video, eine Textanimation, normalerweise meistens auch mit Musik. Die müssen Sie je nachdem auch extra kaufen, kostet dann nochmal 20, 30 Dollar mehr. Aber dann haben Sie das. Und wenn Sie dann richtig schön haben wollen, können Sie auch noch einen Profisprecher engagieren, der Ihnen das auch noch spricht. Und das erkläre ich dann in den Videos 5, 6 und 7 meiner Serie. Im Video 5 erkläre ich Ihnen, wie Sie das Skript dann anpassen für den Sprecher. Da nehme ich einfach das Skript her, was ich gemacht habe für das Video und streiche normalerweise bestimmte Sachen einfach raus. Zum Beispiel wird in dem Videoskript auch Bildschirminhalt übersetzt oder ähnliches. Also ich streiche das einfach zusammen und lasse im Prinzip die Hauptpunkte, Hauptthesen drin. Normalerweise empfehle ich immer, dass der Sprecher im Großen und Ganzen das Gleiche sagt, wie es dort auch steht, weil sonst die Leute irritiert sind. Also das ist sehr schnell gemacht. Sie nehmen einfach das Skript von dem Video, was Sie angefertigt haben, hauen die Sachen raus, die zu viel sind, und dann haben Sie das Skript fertig. Und dann im sechsten Schritt gehen Sie wieder zu Fiverr. Dort finden Sie Voice-Over als Kategorie beispielsweise und dort auch German, also deutsche Sprecher. Das sind jetzt nicht so furchtbar viele, aber einige sind dort. Und die haben natürlich in der Regel auch ihre Stimmbeispiele online dort. Das heißt, Sie können gucken, wie spricht der, passt es zu meinem Thema. Sie finden dort auch wieder die Bewertungen. Und dann schauen Sie bitte genau hin, was das an Kosten bedeutet.
Bei Fiverr geht das immer auf Basis von diesen 5 Dollar eben. Es gibt aber Sprecher, die für 5 Dollar 10 Sekunden sprechen und welche sprechen 30 Sekunden und andere sprechen 5 Sekunden. Das muss man sich dann ein bisschen angucken und ausrechnen, was sie dort ausgeben wollen. Das kostet schon ein bisschen mehr. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, 70, 80 Dollar bezahlt für den Sprecher. Immer noch im Vergleich zu einem Profisprecher natürlich sehr, sehr wenig, aber jetzt hier im Gesamtgefüge halt dann doch ein bisschen Geld. Müssen Sie einfach reingucken, das steht dort sehr genau drin, was Sie für den Fünfer jeweils bekommen, ob 10 Sekunden, 20, 30 oder ähnliches. Dann liefert der Kollege Ihnen das Skript. Wichtig ist hier zu wissen, die meisten Sprecher machen nichts anderes, als das Ding runterzulesen und fertig. Das heißt, die machen keinen Schnitt. Die gucken auch nicht, ob das zu dem Video passt. Das ist denen egal für dieses kleine Geld. Die sprechen das einfach professionell runter und fertig. Und das bedeutet, im 7. Schritt müssen Sie jetzt in dem Fall selber ein bisschen Hand anlegen. Ich habe Ihnen das hier konkret gezeigt. Ich habe das Ganze in meine Videoschnittsoftware geladen, in meinem Fall Final Cut Pro, das geht aber auch mit einer günstigen Software wie Windows Movie Maker oder ähnlichem, habe im Prinzip die Videospur reingeladen, habe die Audiodatei von dem Sprecher reingeladen, habe die in Schnipsel geschnitten und dann eben immer hin und her geschoben, die einzelnen Schnipsel, so dass es am Ende gepasst hat. Teilweise auch 2, 3 Sachen rausgelassen, weil es zu lang war. 2, 3 Sachen beschleunigt, weil es zu lang war. Aber am Ende stand eben dann das fertige Video. Und genauso können Sie das auch machen. Also, das die Methode in aller Kürze. Wie gesagt, auch hierzu in meinem Blog heikehäusler.com im Bereich effiziente Arbeiten. Gibt es mit kleinem Aufwand hochwertige Videos erstellen. Das sind alle 7 Videos zu finden. Übrigens auch in meinem Facebook-Kanal, facebook.com/Heiko Häusler mit AEU oder in meinem YouTube-Kanal, youtube.com/Heiko Häusler. Finden Sie dort im Bereich Tipps und Tricks. Ja, so viel zu dieser konkreten Methode. Ich hoffe, Sie konnten was für sich mitnehmen. Wie gesagt, sagen Sie mir Bescheid, ob Ihnen derartige Inhalte in dem Podcast gefallen oder ob Sie nur Interviews wünschen oder ob Sie andere Ideen haben. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Ich habe einen Blog, dort können Sie feedbacken. Ich habe einen Facebook-Kanal, wie Sie gehört haben. Ich habe einen YouTube-Kanal. Also es gibt viele Möglichkeiten zu feedbacken und ich freue mich darauf. Danke und tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse am heutigen Podcast. Zum Abschluss ganz kurz noch 3 Punkte. Unter heikehäusler.com/senkrechtstarter finden Sie die Videoversionen, die Shownotes und weitere Informationen zum Thema Senkrechtstarter Podcast. Heiko Häusler mit AEU und normalem S/senkrechtstarter. Ebenfalls auf diesem Blog unter /bewerten, also heikehäusler.com/bewerten, finden Sie Informationen, wie Sie diesen Podcast bewerten können bei iTunes und bei YouTube. Bitte nehmen Sie sich diese paar Sekunden Ihrer Zeit und bewerten Sie diesen Podcast. Jede gute Bewertung sorgt für mehr Hörer und mehr Hörer heißt, dass ich auch immer mehr Gesprächspartner dort gewinnen kann, dass ich auch mehr Zeit investieren kann in diesen Podcast. Das heißt, das wird die Qualität dieses Podcasts weiter erhöhen. Und dann dritte und letzte Information. Senden Sie eine SMS an 71117 mit dem Stichwort Senkrechtstarter und Ihre E-Mail-Adresse und Sie erhalten ein kostenloses Infopaket zum Thema Online-Marketing aufbauen. Also 71117 ist die Telefonnummer und schicken Sie eine SMS an diese Nummer mit dem Stichwort Senkrechtstarter und Ihre E-Mail-Adresse. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.